Guten Tag und herzlich willkommen aus Berlin. Wir von Direct Line zeigen euch die Gefahrenstellen des Garmin Veloton 2015 hier aus der Hauptstadt. Wir fahren die Strecke für euch ab und zeigen euch, wo ihr ganz besonders aufpassen müsst. Wie ihr seht, befinden wir uns hier schon im ersten Anstieg hinauf zum Grunewaldturm, dem Willi, wie er in Radsportkreisen genannt wird. Und hier tut es schon das erste Mal richtig doll weh. So, der erste Anstieg ist geschafft. Jetzt heißt es kurz durchschnaufen und rein in die sportliche Abfahrt. Aufgepasst, der erste Safer Cycling-Tipp. Unten kommt eine Rechtskurve, von links anfahren, die Pedalstellung rechts hoch und dann in die Kurve reinlehnen. Nach rund 72 Kilometern seid ihr hier in Ludwigsfelde und ihr werdet empfangen von einem lautstarken Publikum. Aber Vorsicht, Gefahrenstelle, zwei Kreisverkehre unmittelbar hintereinander. Entscheidet euch frühzeitig, aus welcher Richtung ihr den Kreisverkehr in Angriff nehmt und zeigt dies an. Ihr könnt euch auch in Ludwigsfelde hier verpflegen. Es gibt eine Verpflegungszone, denn es sind noch ca. 50 Kilometer bis zurück nach Berlin. Genau von hier geht es jetzt auf die B101 und ihr fahrt genau bis Berlin 11 Kilometer geradeaus. Das lädt ein zum Windschattenfahren und zum Attackieren. Die Konzentration lässt schnell auf langen, geraden Strecken nach. Also seid achtsam bis Berlin. Am Hermannplatz in Berlin-Neukölln tobt nicht nur das Leben, sondern auch beim Veloton ist eure volle Aufmerksamkeit gefordert. Ihr schießt bergab auf die S-Kurve zu. Also bremsen, ganz langsam in die Kurven einfahren. Kurz vor der Oberbaumbrücke lauert noch einmal eine Gefahrenstelle, ein Fahrbahnteiler. Entscheidet euch rechtzeitig, ob ihr dort links oder rechts vorbeifahrt und zeigt es im besten Fall auch noch an. Wir wünschen euch viel Spaß beim Garmin Veloton hier in Berlin und kommt sturzfrei ins Ziel.